Hallo, meine Lieben, heute möchte ich euch das Erfolgsjournal Dranbleiben vorstellen. So, wie ich eben schon erwähnt habe, möchte ich euch heute das Erfolgsjournal Dranbleiben vorstellen. Dein Geschenk für dein Leben, der Wegbegleiter zu deinen Zielen, deiner Vision, zu deinem Glück. Finde ich ganz cool, weil jeder von uns hat Wünsche, Ziele, die er erfüllen möchte. Ich zeige es euch mal ein bisschen näher. Es ist auch richtig schön gemacht. Und ja, wir gucken jetzt mal zusammen rein. Das ist die zweite Auflage in diesem Jahr. Hier könnt ihr auch die ISBN sehen zum Bestellen, falls ihr Bock drauf habt. Und ja, ich kann dann jetzt reinschreiben, dass es mir gehört, in welchem Zeitraum ich es jetzt ausgefüllt habe. Und es ist praktisch ein Buch für ein Vierteljahr, wenn ich kontinuierlich auch dranbleibe und auch immer ausfüllen werde. Für, wie gesagt, meine Ziele, Wünsche, Visionen. Hier ist jetzt zum Beispiel eine Erklärung, warum es dieses Erfolgsjournal gibt. Und ja, die Philosophie vom Dranbleiben. Dann Morgenroutine. So, dann hier noch ein Tipp. Mache lieber weniger und nur einmal am Tag, aber dafür konstant dranbleiben. Denn das ist es, was für Ergebnisse sorgt. Der Ehrgeiz auf mehr Performance kommt früher oder später von ganz alleine. Warte nicht, bis du einen perfekten Plan hast. Lege sofort los und erarbeite die Details unterwegs. Nicht warten, starten. Ja, deine täglichen Eintragungen. Da wird jetzt erklärt, wie und was und auf was ich den Fokus legen kann. Und reflektiere kontinuierlich dein Fühlen, Denken, Handeln. Wie fühlst du dich heute? Pflege deine Werte und Maximen. Wochenreflexion, 14 Fragen, Monatsreflexion, 10 Fragen, Quartalsreflexion, 14 Fragen. Ja, da sind viele, viele, viele Tipps drin, Werte und Maximen. Und dann trage ich mir das hier selber ein. Ich finde das Buch jetzt erstmal richtig klasse, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe noch nicht vorher reingeguckt. Ich gucke, wie gesagt, mit euch jetzt gerade das erste Mal rein. Die Glaubenssätze, ja, das habe ich gelernt. Glaubenssätze umzubauen. Powerfragen, Visionen und so weiter und so fort. Jetzt möchte ich euch mal zeigen, wie eben dann so ein Tag aussieht. Weil alles möchte ich euch ja nicht verraten. Da kann ich jetzt hier mein Ziel eintragen. Sinn und Motivation. Die Power, der Check. Fokus für den Tag. Oder allgemein halt eben Wochenreflexion, Achtsamkeit. Achtsamkeit ist ein ganz großes Thema und darüber wollte ich auch noch ein gesondertes Video machen. Das mache ich die Tage dann auch noch und demnächst. Ja, und so sehen dann die einzelnen Tage aus. Geschenk, was kann ich für mich tun? Erfolge, erfreuliches Erlebnisse. Ja, dann mache das Wichtigste zuerst. Gedanken, Ideen, Notizen. Dann kommen wieder die Tage. Dann wieder Gedanken, Ideen, Notizen. Das denke ich mal nach einem Monat. Ist richtig cool gemacht. Auch hier diese Bänder, dass ich immer weiß, wo ich bin, wo ich war. Ja. Ja, und so geht das dann halt eben weiter. Und so kann ich mich ein bisschen motivieren, selbst motivieren. Selbstmotivation ist der Schlüssel. Und dann am Schluss sei einfach mal stolz auf dich. Danke, dass du dem Dranbleiben Erfolgsjournal dein Vertrauen, deine Zeit, deine Gedanken und deine Gefühle geschenkt hast. Ich hoffe, dass es zu einem wertvollen Wegbegleiter für dich geworden ist. Ja, ich finde, das Buch ist sehr, sehr schön aufgebaut. Hier steht auch noch mal so der Tipp, wie man es führt. Einmal am Tag 10 bis 15 Minuten Erfolgsroutine. Keine extra Zeit abends bzw. am Wochenende und Monatsende nötig. Ja, mit ein bisschen Zeit sich selbst im Fokus halten, sein Ziel im Fokus behalten, sein Ziel vor den Augen halten und daran arbeiten, finde ich ganz, ganz wichtig. Und ja, ich werde auf jeden Fall damit arbeiten. Und wenn ihr Lust habt, werde ich euch daran auch teilhaben lassen. Also werde ich euch dann in einem Vierteljahr ungefähr
zeigen oder ja doch zeigen und mein Fazit dazu dann erzählen, wie es dann eben war, wie ich damit zurechtgekommen bin, wie ich mit dem Eintragen klargekommen bin, ob der Platz genug war und, und. Ja, das war jetzt eine Mücke. Hallo Mücke. Ja, das war's dann für heute. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Abend, Nachmittag, wann immer ihr das Video schaut. Lasst euch gut gehen, bleibt gesund und behaltet eure Ziele im Auge. Bleibt dran. Bis dann.